Schwester Renata eilt im Laufschritt über den Flur. Sie ist selbst schuld. Sie kann einfach nicht Nein sagen. Jedenfalls nicht laut und deutlich genug. Einige der Bewohner beschweren sich schon. Nicht, wenn sie sich zu ihnen setzt, wenn sie ihnen die Kopfkissen ausschüttelt, wenn sie aus der Zeitung vorliest oder den Pflanzen auf der Fensterbank frisches Wasser gibt. Dann sagen sie Goldstück zu ihr oder Sonnenschein und bedanken sich artig. Schreibroutine gibt es in der Form eigentlich nicht. Es gibt eigentlich noch nicht mal einen richtigen Ort, wo ich immer schreibe. Die meiste Zeit schreibe ich eigentlich an meinem Handy. Eigentlich war es ein Foto von einer Frau hinter einer Glasscheibe. Und als ich das Bild gesehen habe, das war so ein facettenreicher Blick, da war die Geschichte eigentlich schon da.